verschieben. Nein, wir gehen erst, wenn wir ihn finden. Wir schlafen hier, falls nötig. Oh, hoffentlich kommt es nicht dazu. Kann ich euch denn irgendwie helfen? Nein, wie gesagt, du bekommst unseren Schatz nicht. Manu sagt, was wir finden, gehört uns. Das ist schade. Die Schwestern sagen, dass ihr sonst immer alles teilt. Und ich weiß sehr viel über die Schatzsuche. Du kennst die Schwestern? Sie könnte uns verraten. Ich sag nichts, wenn ihr nichts sagt. Ich hab auch ein Geheimnis. Ich bin die Abenteurerin Lara Croft. Oh. Wir sagen nichts. Du kannst uns helfen. Wenn du den Schatz findest, teilen wir ihn. Also abgemacht. Was braucht ihr? Manu sagt, wir müssen ein Rätsel lösen, um den Schatz zu finden. Bist du gut in Rätseln? Ich bin Expertin. Ich höre. Ich habe einen Vorrat, der ist für dich. Wenn der Himmel weint, ernährt mich das. Bin ich krank, stirbt ein Dorf jämmerlich. Wer bin ich? Etwas. Sieht aus, als wäre hier was. Katzengold und Karnevalsschmuck. Die Kinder werden es lieben. Und, hast du was gefunden? Natürlich habe ich das. Seht mal. Wir sind reich. Moment, Moment. Wir wollten es gerecht aufteilen, also... Oh nein, es ist euer Schatz. Ich kann das nicht annehmen. Im Ernst? Absolut. Ich wusste es sofort, als ich dich sah. Das ist eine echte Heldin. Bitte, bitte, schon okay. Ich habe nur gehandelt wie jeder anständige Mensch. Danke für die Suche nach dem Schatz. Wir werden ihn Manu zeigen. Ich weiß nicht, wie du Diego und die Kinder weggebracht hast. Aber ich bin froh darüber. Jetzt können wir loslegen. Wo fangen wir an? Hier vorne. Danke für deine Hilfe. Hoffentlich findest du Isa. Ich mache mir Sorgen um sie. Wenn ich nur wüsste, warum Isabella auf das Kreuz klettern wollte. Vielleicht zeigt dir etwas an dem Kreuz, wohin Isa wollte. Da ist eine Inschrift. Blicke durch mich hindurch und du wirst den Weg finden. Das nächste Kreuz. Dieses Dokument beschreibt die Gründung der Mission. Es gab damals 4 Sonnenfinsternisse in der Region. 1500.
Dieses Dokument umreißt die Ziele und Werke der Mission des heiligen Johannes. Neben ihren persönlichen spirituellen Zielen und missionarischen Aufgaben. Ich sehe noch eins. Hey, Lara, komm her. Ich muss mit dir reden. Wir haben ein Problem. Ich sehe noch eins. Da ist das nächste Kreuz. Sieht aus, als wäre hier was. Moment, das kann man drücken. Schon bei meiner ersten Begegnung mit Ángel de la Cruz wusste ich, dass er ein bedeutender Mann ist. Seine Worte ließen mein Herz höher schlagen. Es bebte noch Tage nach seiner ersten Predigt. An diesem Abend sprach Gott zu mir und trug mir auf. Isabella! Bist du hier drin? Isabella! Hier unten! Oh, Gott sei Dank. Da bist du ja. Ja. Wer bist du? Guillermo hat mich geschickt. Er macht sich Sorgen um dich. Der arme Guillermo. Wahrscheinlich bringen ihn seine Schuldgefühle um. Wir hatten wohl beide recht. Es gab eine versteckte Krypta und ich hatte eine idealisierte Vorstellung davon. Wie hast du dich denn verletzt? Ich hing an einem Seil, als das Beben kam. Ich wurde gegen die Wand geschleudert, das Seil riss und ich bin auf dem Wasser aufgeschlagen. Hab mir wohl den Knöchel gebrochen. Ich muss Hilfe holen, um dich zu befreien. Dazu brauche ich ein paar Leute. Was ist daran lustig? Kann einer dieser Leute Sarah sein? Ich würde zu gern ihr Gesicht sehen, wenn sie zugeben muss, dass eine von Manus fantastischen Geschichten wahr ist. Ich werde es Guillermo vorschlagen. Auf dem Weg, auf dem ich gekommen bin, komme ich nicht raus. Ich muss also einen anderen Ausgang finden. Ich bin gleich wieder da. Und ich bleibe hier. Thank you.
Möge Huascars Wissen um die beiden jenseitigen... Ich war nicht würdig. Um mich auf die große Prüfung vorzubereiten, habe ich angefangen, die Gräber und Krypten nahe der Mission zu erkunden. Sie sind voller Herausforderungen und Gefahren, aber ich... Du das? Ja, ich war's. Keine Sorge. Ich bin von meinen Vorbereitungen zurückgekehrt, aber Bruder de la Cruz ist verschwunden. Die Schwestern aus der Mission wissen nicht, wohin er gegangen ist. Doch das spielt keine Rolle. Das muss der richtige Weg sein. Die Luft wird frischer. Hör auf damit! Ich habe die Nacht in einer Krypta verbracht. Eine Ratschlosspistole. Sie ging nie in die Massenproduktion und war im Heiligen Römischen Reich verboten. Außerdem sind ihre Verzierungen für einen Missionar viel zu protzig. Zu einem Egomanen wie Lopez könnte sie allerdings passen. Der Lauf ist leicht beschädigt, ansonsten ist die Waffe aber in einem guten Zustand.
Ich weiß jetzt, dass ich nicht der Auserwählte bin. Und ich fürchte, ich habe Bruder de la Cruz und die Schwestern aus der Mission in Gefahr gebracht. Sie wissen nicht, dass in der hohlen Erde nahe der Mission Dämonen leben. Grausame, fauchende Kreaturen mit verkrümmten Klauen. Isabella, ich sehe Tageslicht. Jetzt bist du gleich hier raus. Du bist unglaublich. Vielen Dank. Lara, komm her. Bitte sag, dass Isabella okay ist. Ist sie, aber sie hat sich den Knöchel verletzt. Wir müssen sie also holen. Nein, ich will dir keine Umstände mehr machen. Und außerdem meint Sarah, du hättest etwas Wichtiges zu erledigen. Bitte, ich möchte, dass sich Isas Freunde um sie kümmern. Du brauchst einige Leute und viel Seil, um sie rauszuholen. Ich trommle sie sofort zusammen. Wo genau ist sie? Nimm die Hauptstraße über den Fluss und folge dann den Kreuzen. Warte, bei den Kreuzen? Hat sie was gefunden? Sie hat die Krypta gefunden, von der Manu erzählt hatte. Wirklich? Das ist ja wunderbar. Oh, das freut mich für sie. Ich hätte sie begleiten sollen und das mit ihrem Knöchel tut mir leid, aber das ist genau das Abenteuer, von dem Isa immer geträumt hat. Außerdem hat sie darum gebeten, dass Sarah sich an ihrer Rettung beteiligt. Oh, eine großartige Idee. Ich werde dafür sorgen. Und wo wir schon bei Manu und seinen Geschichten sind, wenn du etwas suchst, das hier versteckt ist, solltest du vermutlich mit ihm reden. Bei Isa hat es funktioniert. Er hält für gewöhnlich Hof an der Mission. Und danke, dass du Isabella gefunden hast. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn... Bring sie einfach sicher zurück. Der Dschungel verbirgt viele Orte. Du musst Manu sein. Wer ist da? Wer bist du? Sie hat den Schatz gefunden. Tatsächlich, Diego. Na, dann, was kann ich für dich tun? Ich habe gehört, wie du den Kindern von Maya-Ruinen erzählt hast. Endlich jemand, der wirklich zuhört. Du hattest recht mit den Kreuzen. Isabella ist ihnen zu einer Krypta gefolgt. Ich wusste es, ich wusste es. Niemand hört auf den alten Manu, aber ich hatte recht. Das hattest du.
Und ich wette, das mit den Maya-Ruinen ist auch wahr. Ich erkenne etwas in deiner Stimme. Den Rausch der Entdeckung. Etwas zu finden, einen Ort, der hunderte oder tausende von Jahren verschollen war. Es ist aber schon irgendwie aufregend, oder nicht? Es gibt nichts Vergleichbares. Bei abgestandener Luft kriege ich immer noch Herzrasen. Der moderne Mensch, diese sogenannten Realisten, sie verschließen sich vor solch wundervollen Möglichkeiten. Sie können sich nicht einmal vorstellen, was ich alles gesehen habe. Ach, was würde ich dafür geben, das alles nochmal sehen zu dürfen? Vielleicht kann ich für dich das Sehen übernehmen und die Maya-Ruinen begutachten. Das wäre schön, ja. Weißt du noch, wo die Ruinen waren? Tja, wo waren sie? Da war ein Teich und da waren drei Wasserfälle. Ich wünschte, ich könnte dir mehr sagen. Aber es ist so lange her. Ich werde es schon finden. Und dann komme ich zurück und erzähle dir alles darüber. Wenn du das für mich tun könntest. Die Historie berühren. Das wäre... Ich wäre... Kein Wort mehr und halt deine Tanzschuhe bereit. Hoffentlich hast du deine Tanzschuhe poliert, Manu. Ich war bei der Ruine. Maya. Ein alter Aquädukt. Es war wunderbar. Wie du gesagt hast. Ich wusste, du schaffst es! Jetzt erzähl mir alles. Die Ruine war wegen des Bebens überflutet. Ich schwamm durch Tunnel voller Aale und Piranhas. Weiter. Ich habe eine große Höhle gefunden. Und einen Steinturm, in den riesige Köpfe gemeißelt waren. Die Herren von Xibalba, oder? Unglaublich. Was noch? Es muss eine Art Aquädukt gewesen sein. Und das Unglaubliche ist, dass der Großteil davon immer noch funktioniert. 5 Meter hohe Wasserräder drehen sich gleichmäßig, wie am ersten Tag. Es war ganz erstaunlich, Manu. Diese Nähe zur Geschichte, wo jahrhundertelang niemand gewesen ist. Ich sehe sie. Ich rieche, spüre, schmecke sie. Du hast einem alten Mann Tränen geschenkt. Ich kann dir nicht genug danken. Ich möchte dir etwas geben. Manu, ich kann nicht. Ich bestehe darauf. Es ist meine erste Reliquie. Wunderschön und detailliert. Ein verzierter Schädel. Jemand, der genauso leidenschaftlich auf Erkundung geht wie ich früher, soll ihn bekommen. Lass dir niemals von jemandem deine Neugier und dein Staunen nehmen. Niemals. Danke, Manu. Die Jade und anderen Edelsteine sind mit einem Klebstoff aus Harz und gemahlenen Knochen an den Zähnen befestigt. Für die erforderlichen Vertiefungen wurde vermutlich ein primitiver, möglicherweise aus Obsidian gefertigter Bohrer verwendet. Abby, du wirkst besorgt. Gibt's ein Problem? Nein, nicht wirklich. Nachdem du mich und Pilar verlassen hast, hat sie mir Omas Tagebücher gegeben. Ich habe sie gelesen und muss das alles verarbeiten. Du kannst nicht alles, was Mariana wusste, auf einmal lernen. Das dauert. Ja, sie hatte einen Traum. Eine Vision der Zukunft. Sie beschreibt darin eine Frau, die genauso aussieht wie du. Oh. Natürlich will ich nicht zu viel darüber sagen. Noch nicht. Wenn dein Konflikt mit Amaru vorbei und das Schicksal der Schatulle von Ixchel entschieden ist, kannst du dann wieder herkommen? Natürlich.
Was ist los? Trinity ist noch hier. Was? Sind sie nicht alle nach Paititi wegen des Rituals? Einige wurden wohl bei der Schlammlawine getrennt und zurückgelassen. Sie haben eine unterirdische Ruine gefunden und ihr Lager dort aufgeschlagen. Es ist eine Gruft. Für die Priester von Sipakna, sagen die Einheimischen. Der Gott der Berge. Und der Vulkane. Dazu kommen wir noch. Die Gruft liegt neben dem Tempel von Sipakna. Viele besuchen den Tempel nach wie vor regelmäßig. Jetzt nicht mehr, weil Trinity nebenan wohnt. Deshalb hören die Beben und die Asche nicht auf. Sipakna mag es gar nicht, wenn man ihn vernachlässigt. Lara, ich hatte gehofft. Kannst du dir das mal ansehen? Ich weiß, es ist viel verlangt. Gut, ich mach's. Danke, ich weiß es zu würdigen. Was? Hunderte haben sich von ihrem heidnischen Glauben losgesagt und den Lehren des Katholizismus zugewandt. Die Leute müssen zuerst die Sprache lernen, bevor wir sie in den Lehren unterweisen können. Außerdem sind die meisten von ihnen nicht wirklich aufgeschlossen, sondern wollen nur deshalb zum wahren Gott konvertieren, weil sie mögliche Konsequenzen fürchten. Aber das ist unwichtig. Alle Wege führen in Gottes Licht. Meine Überzeugung, dass wir diese Art...
Dieses Symbol ist mir nicht bekannt. Verschlossen, aber die kriegt man sicher irgendwie auf. Da ist wieder dieses Symbol. Verschlossen, aber die kriegt man sicher irgendwie auf. Thank you.
Tag 1, Position 1. Kein Signal. Tag 1, Position 2. Kontakt. Zu viel Rauschen für klare Kommunikation. Tag 1, Position 3. Kontakt. Anweisung erhalten, auf Abholung zu warten. Mehrere Tage, weil... Ich wusste, dass sie hier einen Generator haben. Oh, gut. Finden wir raus, ob ich im Dunkeln was übersehen habe. Ich weiß, was passiert, wenn ich die falsche Tür nehme. Nichts Gutes. Wichtig war. Nach allem, was wir getan haben, um das Ding zu kriegen, soll es uns jetzt jemand stehlen? Das habe ich nicht gesagt. Ich frage mich, warum wir es überhaupt genommen haben. Der Plan ist gut. Er erfordert lediglich etwas Zeit. Ich weiß, aber diese blöde Warterei. Abby, hier ist Lara. Ich bin im Trinity-Lager. Sie haben eine gestohlene Krabbe bewacht. Diese Krabbe gehört Sipakna. Kein Wunder, dass die Erde bebt. Abby,
Du musst die Krabbe in den Tempel bringen, wo sie hingehört. Okay, mach ich. Die Krabbe gilt traditionell als Sipaknas Lieblingsspeise. Um ihm eine Falle zu stellen, haben die Heldenzwillinge eine Köderkrabbe hergestellt und für ihn ausgelegt. Es hat funktioniert. Dem Aussehen der Krabbe nachzuschließen, sollte sie wahrscheinlich als wertvolles... Ich glaube, ich kann den Tempel sehen. Davor befindet sich ein Dorf. Das ist er. Das Dorf ist verlassen. Wegen der Schlammlawine. Irgendwo muss ein Gegengewicht sein, das die Tür öffnet. Hoffentlich können die Dorfbewohner bald zurückkehren. Ich kann den Wandabschnitt rüberziehen.
Ich muss durch die Kirche gehen. Vorsicht, die Häuser sind baufällig. Ich glaub's nicht. Trinity hat die Brücke zerstört. Da kommst du schon rüber. Ich glaub's nicht. Trinity hat die Brücke zerstört. Da kommst du schon rüber. Ich muss mein Gewicht richtig einsetzen. Das wird nicht funktionieren. Ich bin jetzt im Tempel. Sepakna ist eine Krabbe, seine Lieblingsspeise. Der Maya-Gott Sepakna. Jetzt sein. Lara? Ich bin okay. Und ich sehe sie, Partner. Ich nähere mich. Durchziehen wird das Feuer etwas blockiert.
muss mich beeilen, bevor es wieder losgeht. Verdammt, zu knapp. Der Sockel macht irgendwas. Einfach wunderschön. Es muss noch mehr Auslöser geben. Wenn ich alle finde, ist Zipagna wieder ganz oben. Sperren können. Durch Ziehen wird das Feuer etwas blockiert. Durchziehen wird das Feuer etwas blockiert. Durchziehen wird das Feuer etwas blockiert. Durchziehen wird das Feuer etwas blockiert. Der Sockel macht irgendwas. Der Sockel macht irgendwas. Das ist genauso eine Tür wie vorhin. Ich muss den Auslöser finden. Der Sockel macht irgendwas. Sie mit den Spulen drehen. Ich kann sie mit den Spulen drehen.
müssen sie mit den Spulen drehen.
Vielleicht kann ich die obere Plattform erreichen.
hierher muss die Krabbe gehören. Auf sie! Oh, Scheiße. Da ist sie, Jungs. Genau wie geplant. Thank you.
Abby, ich bin in Sipaknas Tempel. Trinity hat mich erwartet. Die Krabbe war ein Köder für einen Hinterhalt. Mein Gott, bist du okay? Mir geht's gut. Und die Krabbe ist, wo sie hingehört. Sehr gut. Danke. Sag Jonah, ich komme jetzt zurück. Abby hat erzählt, das Ganze war eine Falle? Stimmt. Als ich die Krabbe zurückbrachte, hat Trinity mich erwartet. Ich finde, das ist ein Kompliment. Sie wussten, dass du sie zurückbringst. Vielen Dank, Laura. Die Krabbe ist wieder da, wo sie hingehört, die Asche ist weg und die Beben haben aufgehört. Das ist aber wirklich nicht alles mein Verdienst. Es schadet jedenfalls nie, wenn die Götter glücklich sind. Wenn gute Dinge in dein Leben kommen, musst du sie feiern.